Hildesheim, einst das Rotenburg des Nordens genannt, wurde im Kriege schwer beschädigt. Auch der Dom steht nicht mehr. Nur Teile des schönen romanischen Kreuzganges, der den St. Annenfriedhof umschließt, blieben mit der Domgruft erhalten. An ihr wächst der weltberühmte tausendjährige Rosenstock, der aus Schutt und Trümmern freigelegt wurde. Nach einer Sage wird Hildesheim weiter bestehen, solange der Rosenstock grünt und blüht. Und einige starke Triebe ranken schon wieder empor. Die St. Annenkapelle und die unter ihr gelegene Gruft bergen einzigartige, jahrhundertealte Kostbarkeiten. Hier befinden sich die von dem kunstsinnigen Bischof Bernward geschaffenen Flügeltüren, der erste Bronzeguss der Welt mit Hochrelief. Die linke Seite zeigt Darstellungen aus dem Alten Testament, von der Erschaffung der Eva bis zur Flucht des Kain. Rechts Szenen aus dem Neuen Testament, von der Verkündung Mariä bis zur Auferstehung. Die von Bischof Bernward gegossene Säule ist nach dem Vorbild der Trajanssäule in Rom geformt. Das spiralförmige Relief schildert das Leben Christi. Auch in der Domgruft, die 815 von Kaiser Ludwig dem Frommen erbaut wurde, ist eine Arbeit des heiligen Bernward Mittelpunkt aller Kunstschätze. Das von ihm in 5 Jahren gefertigte Kreuz schmücken Rubine, Perlen und altägyptische Gemmen. Unter einem großen Bergkristall befindet sich ein Holzspan vom Kreuze Jesu. Diese prachtvollen Silberleuchter entstanden in der von Bischof Bernward gegründeten Goldschmiedeschule. Noch viele andere Kunstwerke wurden in Hildesheim vor der Vernichtung bewahrt. Und nach der Sage vom Rosenstock wird auch die Stadt wieder neu erstehen.